Wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gern in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Und wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist, und dein Vater, der das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden gehört. Darum sollt ihr ihm nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr bedürft, bevor ihr ihn bittet. Darum sollt ihr so gehen.